Unterwegs. Morgen. Na hä? Sind wir davon gelaufen? Da gibt's was zu verheimlichen. Wir suchen eine Solaranlage. Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß ja. Soll nicht da irgendwo in der Nähe eine Solaranlage gebaut werden? Ja, weiß ich nicht. Wisst ihr was? Solaranlage? War zu Stadtwerke. Weißt du, Solaranlage? Nein, ich bin nicht von da. Zwei Männer auf der Suche nach einer Solaranlage. Wer ist eigentlich der zweite Mann? Ich frage mich, wo der dritte ist, gell? Der ist noch in Wien, im Kanal. Genau, ja. Da in der Nähe soll eine Solaranlage gebaut werden. Da wird jedenfalls keine gebaut. Ein Instrument und war Wörter. Grüß Gott. Hallo. Wir suchen einerseits den dritten Mann und andererseits wird hier in der Nähe eine Solaranlage gebaut. Wissen Sie wo? Dirk, wir sind auf der Suche nach einer Solaranlage. Am Dachum. Da am Dachum? Ja. Schon super. Dann schaust du mal. Du hast einen Riecher. Ich hab schon einen Riecher, gell? Da sollen wir raufgehen. Da sollen wir raufgehen zur Solaranlage. Na gut, schauen wir uns das halt an. Wie machen wir das jetzt technisch? Naja, ich würde sagen, geh du mal voraus und ich komme nach. Und wer baut die Solaranlage? Vom Matuschek ist der Auftraggeber. Matuschek? Ja, Matuschek. Kennst du den Matuschek? Stadtwerke führt es aus. Also, wir machen es. Was macht der Matuschek so? Aluminiumbau. Aber er hat nichts zu tun mit Matula. Nein. Kennst du den Matula? Nein. Ein Fall für zwei. Ja, sag mal. Geht schon, komm. Okay. Lass es gleich eingeschalten. Das erste Mal wird das gleich so gemacht. Wir machen das gleich so. Ja, das ist mir nicht ganz suspekt. Ah, nicht ganz geheuer. Oh, und schau an, Katzi. Schau, ich nehm's da ab, Wolfi. Danke. Super, warte, die Kopfhörer sind jetzt da. Das ist jetzt gerade das Bild des Jahrhunderts wahrscheinlich, schau. Ja, das ist cool, ja. Ist ja voll für uns zwei, Wolfi. Ja, wir haben es gleich, Wolfi. Ganz ohne. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Das ist normal nicht meins. Der erste Alte war, weißt du noch, wer das war? Das war ein ganz netter, aber der ist, glaube ich, Siegfried Lowitz, das war der, so ein Dicker. Genau, der hat einen Herzinfarkt gehabt. Dann war der Leo Kreisis jetzt bei den. Der ist auch gut, ja. Danke, dass du das mal gibst, danke. Ja, so bin ich. Ja, so, so bist du. Du bist halt noch ein Mensch. Das gleiche Bild nur von weiter oben. Nein, Blödsinn. Jetzt sind wir beim Alten, bin ein Volldepp. Wir sind ja beim Ding, beim Fall für zwei. Da war zuerst, der ist gestorben. Ein blonder, ja, blonder, dicker, genau. Dann war ein dünnerer. Genau, ein schlanker, ja. Und dann war, glaube ich, noch. Und dann wieder ein dickerer. Rechtsanwalt Dr. Frank war zum Schluss, glaube ich. Aber der Blöde ist nicht ideal, gell? Finde ich einfach. Das ist doch ein bisschen. Ob ich schauen darf. So leicht ist das nicht. Die Anwälte wechseln sich immer, nur der Matthäus ist der gleiche. Ja. Und ich denke mir, der wird nie älter, der. Nein, Typ. Gell? Der schaut immer gleich aus, hat immer seinen Billardtisch im Haus drin. Traum. Ich gib's da wieder rauf. Ja. Hast du Erm? Hast du Erm? Ich hab Erm. Das habe ich von der Wiener Zeit noch, das hast du Erm. Eigentlich ist es ja voll für eins, ne? Ja, voll für Matula. Genau, ja, genau. Die Anwälte. Die Anwälte haben immer rotiert. Und der Matula ist blind. Geht sie schon? Lauft sie schon? Nein, noch nicht. Der Job verschleißt, glaube ich, der Anwaltsjob, gell? Weil sonst hätte er nicht so viel Anwälte gehabt. Ja,
Photovoltaikanlage machen wir für den Mateschek. Wer ist denn der Mateschek? Das ist Alutechnik. Die machen Wintergärten und so. Und ja. Entschuldige, ganz kurze Frage. Habt ihr ein Radio eingeschalten? Bitte? Ah, das ist das Funk. Das höre ich nämlich mit jetzt. Ach so, den schalten. Ja, schalten vielleicht aus. Ja, super. Ich habe da voll die Werbung drinnen jetzt. Das Beste wäre, wenn der Weiber mal mit dem Matula trat. Das wäre cool, vielleicht soll ich einen Anwalt spielen, ja. Nein, aber es war echt, der Horst Dappert war ja angeblich, also ich habe einen Kameramann gekannt, der hat den Derek gedreht und der hat gesagt, der Horst Dappert war ein irrsinnig, insofern schlimm, weil er sich die Texte nicht gemerkt hat. Echt? Deswegen hat er nicht so viel geredet. Samsung, okay, nimm das gleiche Handy. Ganz das gleiche. Ist Ass, ist das. Bist du zufrieden? Ja. Wie Samsung? Samsung Ass. Heißt das nicht Ace? Ja, Ace, Ass, was weiß ich. Samsung Ass. Funktioniert muss. Ja. Ich überlege gerade, wer jetzt aus Österreich den Anwalt für den Matula machen könnte. Welche österreichischen Schauspieler wären geeignet? Für den Matula? Nein, nicht für den Matula, für den Anwalt. Für den Anwalt? Harry Brünster. Harry Brünster ist nicht schlecht, ja. Der hat so ein Herz für alle. Gell? Also der Matuschek macht das. Und wozu braucht der Matuschek einen Stamm? Ja, den verkauft er weiter. Ja, frag ihn. Er hat die Retour. Ja. Der Matuschek verkauft an wen den Stamm nachher? Keine Ahnung. Weiß er. Wir gehen spazieren und reden trotzdem von den Problemen, die wir haben. Welche hab's denn? Welche hat man? Die heutige Zeit, wie es uns geht. 1288 Module sind es. 1288 Module. Das ist nicht wenig. Also, das ist jetzt so ein richtiger Lieferant für Haushalte, auch, was man da jetzt sieht, oder nur für die. Ja. Wirklich? Das geht ins Netz rein, ins Stromnetz. Coole Jetzt Sache. Wird mir das langsam klar. Ich bin ein Jahrgang, der bloß für sich in die Schule gegangen ist, habe einen fixen Arbeitsplatz gehabt und mich nicht Sorgen brauchen. Und die Jungen heute, wenn man anschaut, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, haben sie ihn nur beschränkt zum Teil, weil am nächsten Tag heißt die Firma schon anders, weil es der andere gekauft hat. Wie oft scheint da so die Sonne? Jeden Tag fast. Bis auf heute. Man darf auch nie vergessen, sich das Lächeln zu behalten, gell? Weil man muss sowieso. Ja eine positive Energie ausstellen, man ändert ja nichts, indem man nur alles schlecht sieht. Ne? Nein, schlecht sieht alles sieht aber man nicht schlecht. Wir sehen nicht alles schlecht. Sehen Sie noch gut? Ich sehe nicht gar so gut mehr. Ich habe gehört, dass Solaranlagen, die brauchen wirklich fast Sonne. Währenddessen Photovoltaikanlagen auch zwar schwächer, aber auch bei so einem Licht funktionieren. Stimmt das? Ja, super. Also das macht durchaus Sinn, gell? Ich bin ja 27 Jahre gegangen früher, ne? Ist das ja. Die obersteinische Luft? Die ja, es ist schon möglich. Nein, wir gehen viel, wir wandern viel, wir gehen viel. Alles das, heißt, Sie waren unter Umständen im Krieg, im Einsatz? Ja. Sicher. Krieger sogar von Staat 15 Euro. Ist ja viel, ne? Wofür? Ja, für das, dass wir eingesperrt haben im Westen als Gefangener. Ich wäre gerne eine Solaranlage, weil dann könnte ich den ganzen Tag nur in der Sonne liegen. Und ich würde sogar was Gutes tun, weil es fließt. Ja. Fließt ja. Wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken, nachdem Sie damals dabei waren, muss das jetzt ja trotz unserer Probleme in der heutigen Zeit irgendwie schön sein, so eine friedliche Zeit zu erleben, oder? Ja, ich sage mir immer. Ja. Andiamo! Es ist heute eine kurze Runde, sonst sind wir immer draußen in, Werk 6 und am Flugplatz um und um. Werk 6. Ja, sicher. Das ist ja unsere Fernseharbeit, ist ja, hat ja ein bisschen was mit. Bist du? Ja, mit Stunts und so zu tun. Nein, mit Detektei. Ne? Ja, wir sind ja auch Detektive des Lebens. Genau. Haben alle 6 im Werk 6? Nein, es hat ja 12 ein Werk auch. Wie ist das? Nein, ich habe die Frage nicht verstanden jetzt. Haben alle 6 im Werk 6? Ob alle 6 also, im Werk 6 haben? Ja. Wir zwar nicht haben, aber wir sind nicht im Werk 6. Also dann. Arrivederci. Fernsehen machen ist ja auch Detektiv sein. Ja, das Auge der Öffentlichkeit. Genau, wir sind eigentlich die Detektive. In Wahrheit sind wir die Matulas. Genau, die richtigen Matulas. Nachdem ich Jurist bin, könnte ich jetzt sogar der Anwalt sein und du bist der Matula. Von der Frisur passt sich recht gut, Wolfi. Schaust du mir ähnlich. Also leicht dirty, ja. Leicht verlebt, aber trotzdem sehr sexy. Ja. Wiedersehen.
Wolfi, was man nicht alles mit dem Fernsehen erlebt. Ja.